Welcome back, liebe Freunde, zurück zu Let's Play Pokémon Kristall Edition. Ich bin nicht alleine, ich habe ein Featuring. Wer ist dabei? Yo Leute, hier ist MightyBrainXD. Ja, ich bin seit langem mal wieder bei Angel Flight Dave. Der ist zu Besuch. Angel Flight Dave LP zu Gast wieder, ja. Ja, es ist viel Zeit vergangen, seitdem wir uns getrennt haben und... Ja, alles im Verlauf des Videos werde ich jetzt ein paar Sachen erklären, was uns betrifft ein bisschen. Und ja, erstmal kämpfen wir gegen ein Taubsi, du schickst Sauger, Lutscher. Ja, das soll eigentlich du sein. Mann, wie soll das sein? Ist mir egal, ich entwickle mich dann zu einem richtig schicken X-Bud. Das ist echt total geil. Ja, ich finde das Pokémon wirklich... Was ist noch euer Lieblings-Pokémon? Schreibt es doch in den Kommentaren. Würde mich echt freuen. Also meins ist X-Bud, Xerox und Turtok. Was ist deins? Mein Lieblings-Pokémon ist natürlich Pikachu. Nur Pikachu oder auch andere? Ja, natürlich andere. Ich bin ja Mighty Dragon XD, das sagt das doch schon alles. Ich bin ein Drachen-Pokémon-Favorite-Typ. Also ich mag jegliches Drachen-Pokémon. Warum bist du eigentlich immer ein Nachmacher? Ich bin kein Nachmacher, das ist einfach so. Das ist Dragon Style. Hallo? Genau hier. Also bei mir ist es irgendwie. Das Mädchen hat irgendwie so Xerox-Hände. Oh shit. Also ist ja Mr. Krabs. Ei. Mr. So. Krabs, Sie haben Ihre Frau gefunden. Scheiße, nein, wir müssen fliehen. Sauger, flieg los. Nee, ich saug lieber ein bisschen. So, wir werden jetzt hier in diesem Part versuchen. Es wird natürlich eine Aufnahmesession sein mit Featuring Mighty Dragon XD. Wir werden mal schauen, solange wir Lust haben, glaube ich. Let's playen wir dieses Spiel zu zweit, oder? Freilich. Er wird wahrscheinlich auch mal öfters mal auftauchen, hier so spukmäßig, so ein Nebula. Regelmäßig. Ich komme regelmäßig zu euch in die Let's Plays rein. Der ist auch gefasst. Der ist auch regelmäßig in meinem Bett drin, also... Das ja, genau. Du bist bei Falk? Ja. Ach Gott, Alter. Welcher Part ist denn das? Part 666 wird das sein. Und zwar, was glaubst du, schaffen wir das mit diesem Pokémon? Ja, lass mal Sauger sehen, was hat denn überhaupt alles drauf? Also Level 12 ist schon sehr in Ordnung, also das muss ich schon mal wahrlich zugeben. Was hast du drauf? Blutsauger, Superschall und Biss. Also mit Superschall wirst du wahrscheinlich gut vorankommen. Und damit kannst du die Pokémon super verwirren und Biss ist eine Unlichtattacke. Und das kann auch zurückschrecken, also das ist auch schon mal ein Vorteil. Das Problem ist einfach, ist es in dieser Edition eigentlich, gibt es da eigentlich schon Unlicht? Ich glaube nicht, ne? Zählt es da noch zum Normalen? Nein, bis es Unlicht schon, weil Nachtara ist ja auch in der Edition enthalten. Oh, stimmt. Okay. Lass mal sehen, wie siehst du deine Initiative auf 20, deine Spezialverteidigung ist auch ganz in Ordnung. Angriff 20, jo. Ja, es kann knapp hinhauen. Zeig mal deinen Vollriegel. Show me a moves. Oh yeah. Hast du Vollriegel einen neuen Namen gegeben? Nee, Feuerigel, warum? Ach, Feuerigel. Igel wird mit I geschrieben und nicht mit J. Fuck, scheiße, Mann. Aber es gibt ja noch die Namensbewertung hier in der Kristalledition. Vielleicht findet man sie. Ja, yeah. Da. Also, was hat's drauf denn überhaupt? Level 11. Tackle, Silberblick, Rauch. Alter, Walter, ey. Ich würde dir ganz dringend empfehlen, mit Feuerriegel zuerst anzufangen, damit du eine Flammenattacke endlich mal drauf lernst. Du wirst ja früher oder später auch nach Azalea City gegen Kai kämpfen. Gegen seine Käfer-Pokémon. Das stimmt wiederum auch. Da müssen wir noch viel drauf hinarbeiten. Das ist ganz schön klar. Wie klug. Aber ich muss sagen, deine Anfangs-Pokémon-Wahl ist nicht schlecht getroffen. Also, na, das ist echt ein Vorteil. Und jetzt kommt das Beste. Ja. Ach ja, hast du mal bei deinem Dave geguckt, auf meiner Edition? Nein, ich weiß nicht, vielleicht hast du mich auch irgendwie verschimmelt in der Box gelassen? Nein, natürlich nicht. Ich habe dich trainiert, Mann. Du hast in der Azuria City Arena richtig abgeräumt gegen Starmie. Das muss ich mir mal reinziehen, Alter, wenn ich auf Suche bin. Wieder. Du hast Hypnose drauf mit Quapsel? Echt in Ordnung. Lumber, nicht schlecht.
Das ist schon in Ordnung. Ich habe mir auch schon gewundert, weil ab Level 6 hat es Hypnose erlernt. Also musst du mal denken, das ist schon einigermaßen empfehlenswert und auch wirklich sehr stark, meiner Meinung nach. Ja, in der Tat. Also das muss ich echt zugeben. Also mit Taubsi würde ich direkt nicht anfangen. Auch von Pokémon. Ja, das wäre echt sinnlos. So, okay. Dann werden wir mal schauen. Unser erster Gegner ist ein Feuertyp. Lass mich herausfinden, ob du gut genug bist, um gegen Falk anzutreten. Mal schauen, ob du gut genug bist gegen uns. In der Tat. Oh, ein Punker? Nein, ein Vogelfänger. Leo. Ein Habitak, das meistgehasste Pokémon von allen. Das heißt, die letzte Entwicklung sieht aus wie eine dumme Pelzmatte. Ja, Ibitak. Naja, Ibitak finde ich nicht so schlimm wie Carbodor oder Tentacha, weil die tauchen wirklich sehr genervt und sehr hart auf. Ja, also das nervigste Pokémon von allen ist wirklich Carbodor. Aber es gibt ja diese 100% Runs in den Pokémon-Spielen mit nur Ratzfratz. Kennst du die? Echt? Da schafft man es wirklich nur in einem Spiel mit einem Ratzfratz auf Level 100 alles zu schaffen, auf die Top 4. Meinst du wirklich jetzt? Es gibt's, ich hab's gesehen. Es ist auch auf YouTube erhältlich. Muss ich mir mal reinziehen, wenn ich wieder Drogen habe? Nee, Scherz, Mann. Sowas, ich bin nicht mal Raucher. Also, na, danke. Du hast ihn besiegt. Das gelingt sich. Hast du ein paar Tränke dabei? Nein, deswegen ab zum Pokémon-Sender. Warte. Ich schau mal. Boah, ein Trank. Meine Güte, 20 KP. Hilft es? Ja. Ich pflege meine Pokémon wie mich selber. Okay. Oh, Schnee. Wir wollten ja Tränke kaufen gehen. Eigentlich wollten wir das nicht. Ich habe mir das jetzt einmal so überlegt, aber... Also, Shopping! Hi, Patrick! Shopping! Scheiße. Nee, Scherz. Du, schau dir bitte nicht die alten Parts an. Na, du hast rein. Oh Mann. Na Dave, soll ich unser Geheimnis auch schon ausplaudern oder soll es ein Geheimnis bleiben? Leg los. Ja, Kollegen und Kolleginnen des Let's Plays, der Abonnenten und Freunde des Freundes, Freundes, der Stiefbrüder oder alles anderen Quatsches, die Mütter und Söhne eines Hundes. Wir haben uns gedacht, wir machen ein Jahresspecial. Jetzt steht ja nämlich im August unser ein Jahresspecial an. Da sind wir offiziell ein Jahr lang Let's Player. Dann haben wir uns was Tolles ausgedacht. Also dann wollen wir auch noch eine richtig große Anzahl an Abonnenten noch dazu gewinnen. Also wäre es nicht schlecht, wenn ihr uns weiterempfehlen könntet. Bislang ist es ja alles in Ordnung, dass ihr uns guckt und alles. Wir haben aber auch uns jetzt richtig verbessert. Also man muss echt zugeben, wir haben echt einen großen Schritt nach vorne getan, wenn man jetzt bislang die Unterschiede vom Anfang bis jetzt berücksichtigt, also mit häufigen Starts und das Ganze. Ich muss zugeben, ja, es war nicht leicht für uns einzusteigen und ja. Auf jeden Fall haben wir eine Menge geplant in diesem Special. Wollten wir euch fragen, was wolltet ihr uns immer schon fragen? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben, als private Nachricht, an Dave und mir schicken, wir tragen alles zusammen. Wir werden das alles in ein Video packen und wir haben auch ein paar kleine Gaststars, nämlich auch im Petto. Wer es ist, werden wir noch nicht verraten. Einige, die uns von ganz Anfang an kennen, uns geguckt haben, wissen vielleicht, wer vielleicht kommen tut, wer auch nicht. Aber für genaueres tun wir nicht verraten dazu. Und ja... Ihr könnt auch von mir aus uns promoten. Wir promoten euch zurück. Alles, also ganz normal. Und wir haben Blut erlernt. Sehr schön. Und wir werden wahrscheinlich auch mal, ich eventuell auf meinem Kanal werde ich mal einen Let's Channel machen, in dem ich euch die Leute, jetzt hat das Spiel gehangen. Ihr könnt, also Deutsch. Ja. Entschuldigung, es waren zu viele Oreos. Mein Multitasking ist gerade am Ende. Aber ich wollte gerade eben eigentlich nur sagen, ihr könnt mir auch gerne
als Privatnachricht schreiben oder auch es lassen. Und zwar, es geht nicht darum, ich werde euch wahrscheinlich auch promoten, also ihr könnt euch bewerben. Ich mache ein Video auf ein Video von euren Kanälen, werde es wie nennt man das, mit normalen Noten, mit normalen Noten, wie nennt man das, bewerten? Bewerten, das wollte ich sagen, genau. Alter. Das wollte ich, ja. Und ihr könnt mir gerne, wie gesagt, eine Privatnachricht schreiben. Und mal schauen, ob das auch was wird. Ich hoffe, ihr habt meine deutsche gute verstanden. Wenn ihr nette, dann lecker mich hier. So. Dann so. Geht ihr euch mal ab hier zum blauen Falk in seiner blauen Arena. Und jetzt geht's los. Emo. Emo. Darf ich vorlesen? Ich bin Falk, der Arena-Leiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel, ein Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stützen kann. So etwas werde ich niemals zulassen, aha. Ich werde dich die wahre Kraft der Schwuchtelmann spüren lassen. Du, der Schwuchtelmann, weißt du, kannst gar nicht mal so kämpfen wie ich. Zickenkampf. So. Lalala. Eine Herausforderung von Leiter Schwuchtelfalk. Leiter Falk schickt Taubsi in den Kampf. Gude, gude. Feuerigel! Feuerigel! So ein Monster! Desputter! Hau weg! What the hell? Oh, gute! Ich bin voll angetan! Ich bewerfe dich mit Scheiße! Feuerigel ist genauer! Genauigkeit ist gesunken! Jetzt setzen wir Blut ein! Das müsste es eigentlich gewesen sein mit Taubsi! Ja, in der Tat! Also, wir werden in der Zukunft noch natürlich viel vorhaben, ich und Mighty Dragon XD. Was wir auch früher gut gemacht haben. Und lasst euch einfach mal überraschen. Und hier haben wir das Gottes-Pokémon hier in der Pokémon-Kristall schon am Anfang. Gleich das Spezial-Pokémon von Pokémon Taubsi. Da ist, ja, die Leute, die wohl Pokémon-Kristall oder so vielleicht das erste Mal spielen, die werden bestimmt verstört sein von seinem Anblick. Da man denkt, ach du heiliger Scheiße, was ist denn das für ein komisches Viech? Das ist ja Godzilla ähnlich und sonst irgendwas. Und das ist schon vielleicht. Was mir wirklich komisch auffällt, ist, dass ein Tauboga auf Level 9 schon in der ersten Arena auftritt, wobei sich ein Taubsi erst auf Level 18 zu Tauboga weiterentwickelt. Ja, du kennst Nintendo, du weißt, wie die zicken manchmal, ne? Und ja, ich weiß, man muss die Logik nicht verstehen. Fuman. Ich werde dich anzeigen, oh Mann. Ich hab verloren, ich bin total schwul. Und jetzt hier den Scheiß Orden und weißt du was, wir sehen uns nächste Woche im Bett. Da wieder. Ah! Maus! Nein, zum Glück konnte man das nicht sehen, weil Fraps das nicht aufnimmt. Hoffentlich. Ich hoff's. Wir fliegen wollen. Oh du. Oh Mann. Wir überspringen die ganzen Texte einfach. Das ist mir einfach total Latte gerade. Weil jeder kann es nachlesen. Hä? Hast du eine Latte? Macchiato. Latte. Ja, ich meine, die Latten sind natürlich, die schmecken echt gut. Also, kommt halt drauf an, bei jedem anders da. Es war echt so, ne? Ich habe bestimmt so 3-4 Stück bei verschiedenen probiert, die Latte. Ja, ich trinke auch gerne Kaffee-Latte, das muss ich auch sagen. Wer hat, Kaffee. Eine Frage, wer hat von Kaffee-Latte gesprochen? Ja, Kaffee-Latte. Oh! Hallo, David? Ja, wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein Assistent ist der Pokémon-Sender von Viola City. Nein. Sprich doch bitte mit ihm. Piep. Also schade finde ich auch hier in dieser Edition, da man hier kein Togetic und Togekiss, naja Togetic eventuell schon, aber kein Togekiss bekommen kann. David, lange nicht gesehen. Professor Lind hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Ei. Das Pokémon-Ei. Na klar. Hey! Dave, du hast dein linkes Ei wieder gekriegt. Wow, sehr schön. Ich kann es wieder Steffi Braun durchnehmen.
Du bist kein Arsch mehr, Dave. Du hast deine Eier wieder. Ja, ich bin ein Mann. Okay, Mrs. Man, was geht ab? Ja, die schaut. Okay. Davida ist jetzt nur Mrs. Man. Das ist jetzt offiziell beschlossen. I'm a very good gay. No, this is. Hast du eine Pistole? Hi, Patrick. Hi, David. Oh Mann. Hey. Lass uns mal auf die Wege weitergehen, bevor uns noch die Scheiße einfällt, wie Jonas jetzt, bevor wir ganz aufgeschmissen werden. Da ist schon wieder einer. Diesmal ein blauer. Will. Oh, ein Dildo. Warte, geh mal da lang. Dildo mit den Eiern. Was ist das denn? Sieht mir aus wie eine